Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Roaming Heroes Aftermath. 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 Das ja. Ist immer wie so ein Zombie, Alter. Aftermath. Aftermath. Ja, irgendwie meinte das Spiel, mich woanders hinsetzen zu müssen. Keine Ahnung. Wir haben uns jetzt aber gleich wieder. Du warst noch am selben Platz, wo wir uns ausgelockt haben, ne? Ja. Und ich also wurde... im Endeffekt hat Martin einfach Teleport-Tag benutzt. Und ja, scheiße. Das sollst du doch nicht so laut sagen, Mensch. Ach so, das war das, was du nicht sagen, was ich nicht sagen wollte. Ich habe gedacht, das ging um den Ausschlag an deinem... Piep! Alles gut, just kidding. Ja, hier ist genau, hier ist diese komische Tanke und das war das hier, ja? Ja, da hatten wir in der letzten Folge ja so ein bisschen Tumult. Ach ja, keine Ahnung. Komisch. Also warum ich nur irgendwo in die Berge gesetzt worden bin, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es ist einfach so. Wir nehmen es einfach so hin. Ist ein Alpha, ne? Alter, was? Was? Ich sehe deinen Pfeil. Ich sehe deinen Pfeil. What? Was nur? Hier war gerade so, als ob es windig sein soll, aber nur ein Baum hat gewackelt. Und der hat aber hart gewackelt, Alter. Nur ein Baum, richtig scary, Alter. Ich muss sagen, ich mag das Wasser, ne? So, Infestation sieht das Wasser noch geiler aus, aber so hier mag ich das Wasser. Hat der Baum gebaumst, ja? Hat gebaumt. Ja, was soll ich sagen? Ursprünglich wollten wir eigentlich Daisy aufnehmen, aber es gab... Bruder vom anderen Ufer. Unterbrich mich nicht. Nein, wo bist du? Achso, da hinterm Stein bist du. Ich sehe deinen Pfeil, der verrät dich. Nein. Also ursprünglich wollten wir Daisy aufnehmen, aber es gab ja jetzt vor kurzem, ist gar nicht so lange her, ne, gab es diesen 1,6 Gigabyte Super-Patch. Es sind wieder Zombies im Spiel und ja. Komm rüber. Die Frames sind jetzt wieder ein Traum. Ja. Es ist ein Traum, ja. Es ist zwar so ein Freddy Krüger Nightmare Albtraum Traum, aber es ist ein Traum. Also man hat wirklich absolut keine Lust. Absolut keine Lust. Ja. Was soll man machen, ne? Ja, spielen wir Romeros. Halt, Bugsy. Ich habe vorhin noch zu einem Viewer von mir aus Scherz gesagt, so ja, wir spielen nachher wieder Frame Zero. Ja. Es lief ja super bei mir. Mit dem neuen PC lief es ja super. Und kaum sind Zombies wieder im Game... ist, kannst du es vergessen. Du kannst es einfach vergessen. Und wenn man mit dem i7, ne, mit dem neuesten i7 in Berenzino 17 FPS hat, dann und einer GTX 79, dann kann da was nicht stimmen. Okay, ich habe es noch auf High gespielt, das Spiel. Ja, ein Frevel, ich sollte es auf Low spielen, ne? Oh Mann. Naja, dies und alle Sachen. Mehr seht ihr dann in der nächsten Night. Achso. Ach, ja, scheiß drauf. Genau. Gehen wir hier ein bisschen töten. Ja, eben. Aber man muss ja echt sagen, wir haben das Spiel angefangen, ne? Wir haben keiner Insider, ja? Wir haben, bevor wir das angefangen haben, zu Let's Playen, also du, ich bin ja nur mit dabei, haben wir noch gesagt, so, lass das Game einfach richtig zerlegen und uns komplett drüber lustig machen, ne? Naja, das machen wir ja, aber... Ja, aber es macht mega Fun, so trotzdem, ne? Also. Irgendwie, wie gesagt, bis jetzt, also unser Rekord muss bleiben, dass wir in jeder Folge eigentlich Spielerkontakt haben. Ich glaube, in einer hatten wir keinen. Nee, ich glaub, wir haben tatsächlich in jeder Folge Spielerkontakt gehabt. Ach, und das Spiel kriegt auch so langsam seinen Hype ab. Also es kommen jetzt mehr Spieler hier schon drauf. Aber wir haben jetzt hier auf dem Server, das ist übrigens so eine gebaute Wall hier. Mhm. Ich hab's auch schon zu Infestation. So kann man sich hinstellen, wenn man pinkeln muss, ne? Dann sieht ein... wenn du kacken musst, also... Ja. Auf jeden Fall sind jetzt heute doppelt so viele Spieler auf dem Server wie... letztes Mal. Oh, da kommt noch ein Zombie. Mach du mal mit deiner geilen Streitaxt. Ey, so ein Ding habe ich in Daisy letztes Mal auch gefunden. Ja, aber du hast in Daisy sagt das Ding Balls. Das gibt's wirklich. Das findest du in den Ruinen hier von so einer Burg. Was ist das hier? Stacheldraht? Wurde das hier auch hingebaut? Oder ist ja, das... nicht gegenlaufen. Das macht dick Aua. Musste gerade dem Drang widerstehen, dagegen zu laufen. Aber irgendwie so ein bisschen ruckelig ist das heute auch, ne? Ich weiß nicht, du nimmst ja auch. Also ab und zu habe ich auch mal so einen kleinen Drop. Also so richtig so, dass das Game einmal freest. Nee, das geht eigentlich, aber es lief schon mal besser, glaube ich. Ach, ist egal. Den nächsten Rechner, den ich mir hole, das sind dann hier so ein Teil mit zwei Xeon-Prozessoren drin, 5 GTX Titans.
Und dann kriegen wir auch DayZ gespielt, ne? Dann können wir es auch mal versuchen. Versuchen auf High zu spielen. Ihr könnt jetzt schon anfangen, dafür zu spenden. 2030 haben wir das denn zusammen. Wenn denn DayZ offiziell in der Beta ist. Beta? 2030? Meinst du, das ist possible? Oh Mann. Für alle, die jetzt DayZ-Fans sind und denken, so wir sind das nicht, ich bin der größte DayZ-Fan auf dieser Erde. Sind wir aber wirklich? Die machen zu viel Scheiße, Alter. Das kann so hübsch sein. Es kann so wirklich so hübsch sein. Vielleicht mal überlegen hier, ob wir uns beide mal die Mod installieren sollen, aber das ist so viel Installationsscheiße. Und die ganzen Server sind auch alle so übermoddet einfach nur. Ja, nee, lassen wir. Dass du da nicht auf Knopfdruck furzen kannst und da Funken aus deinem Arsch sprühen, ist auf manchen Servern echt alles. Oh Mann. Stimmt, da gab es richtig, richtig fette Mods, ne? Gehst du durchs Wasser schon wieder? Ja, ja, ich mag das Wasser. Warum? Ich weiß nicht. Du hast immer irgendwie, du machst mir Sorgen, Alter, du hast immer irgendwie den Drang, dich permanent zu waschen, ich weiß nicht. Ja, du warst ja die Gamescom hier und seitdem... Guck mal, das sieht auch geil aus, ne, da vorne der Busch und dahinter direkt der Baum, sieht aus, als ob der eine Baum fliegen würde, oder, hier geradeaus? Ich weiß nicht, was du da siehst. Wenn wir so nah dran sind, so einmal hier der Busch halt und dahinter ist direkt der andere Baum, das sah aus, als ob der Baum fliegen würde gerade. Aus dem richtigen Blickwinkel halt. Also. Achso, natürlich, alles was du sagst. Ich glaube, ich habe heute die Pillen meiner Mutter genommen. Yay! Oh. Wo führst du uns jetzt überhaupt hin hier? Sag mal. Ich bringe dich jetzt auf die Farm und dann verkaufe ich dich nach Pollen an die Olga. Olga machen guten Preis, haben sie gesagt. Geben mir Borscht. Oh. Ich glaube, hier bei der hatten wir bei der Farm nicht auch schon ein Duell, ich weiß das nicht. Nee, bei der Farm wollten wir das letzte Mal zuerst hin, aber die waren zu weit weg. Achso. Da gehen wir jetzt dahin. Cool. Wir sind nur Sies. Beiße. Ja, freilich. Aber, alter Schwede, das war ein Bud Spencer Zombie. Hat der mir eine gegeben, ey. Bud. So schön mit der flachen Hand, weißt du, mit der Handkante. Klatsch, Alter. Ich weiß halt echt so. Ja, der Witz gerade bei dir war auch so ein kleiner Teewitz, oder? Der hat ein bisschen Verspätung gehabt, der kam zwar, aber so ein deutsche Bahnwitz, so. Ja, hör mir auf mit deutsche Bahn, Alter. Hier liegen Kohlen. Sind hier Spieler drin? Hallo? Mein Name weißt du eigentlich, wie man das rausfinden kann, Cousteau. Ob Spieler in der Nähe ist? Na? Warte. Hallo, sind hier Spieler in der Nähe? Ich hab die Taste gerade nicht gefunden. So. Da hinten ist ein Zombie. Haben du was zum Heilen? Zum Heilen? Wieso? Warum willst du das? Wieso willst du sowas schon wieder von mir? Ja, war halt dein Scheiß da. Ja, ich hab noch 3 Gauzen. Gauze? Gundel Gauzelu. Gauzel, Gauzelei. Gundel Gauze. Das ist ja voll der geile Pornoname, ey. Wolltest du aufs Dach raufkommen? Ich bin Slashhammer und du, ich bin Gundel Lagauze. Slashhammer, Alter, das war eine geile Serie damals. Slashhammer. Vertrauen Sie mir, ich weiß, was ich tue. Hammer. Ihr habt übrigens vor der Aufnahme schon wieder was Geiles verpasst. Ich bin nur panisch zu Martin gesagt, da vorne ist ein Spieler, ich werde gleich sterben. Okay. Und ich habe nur eine Shotgun-Kugel. Okay, jetzt habe ich wieder 5. Nein, eigentlich hat sie nur ganz miserabel gefurzt. So ein bisschen flüssig war das Ganze. Das auch, also ein bisschen. Ich bitte dich. Wenn die Flüssigkeit meinen Furz sieht, dann sagt sie, ich wäre gern so. Warte, was? Da ist ein Zombie draußen. Der Nachbar ist draußen. Ich würde das hier gerne aufheben, aber es geht nicht. Ich kann es echt nicht aufheben. Oh, diese ganzen Blumen, die machen mich fertig hier, Alter. Es ist mir viel zu fröhlich und zu bunt hier, das Spiel. Wieso was sind hier so viele Blumen? Was ist aus unserem Hello Kitty Let's Play geworden? Wollen wir das nochmal tun, machen können? Warum liegt hier Stroh? Warum hast du ein Pfeil dabei? Ich versuche gerade, um was zu gucken, wie ich was Alter, dieser, kann. Ich komme nicht drauf, wie das Vieh heißt. Was hämmert? Ein Specht, der Specht, Alter. Der Specht hört sich an wie ein MG, Alter. Das ist ein deutscher Specht. Kennst du nicht das ist der Specht 42. Jetzt,
Brrr. Es gibt ja jetzt auch diese Spechte da, die gedopt sind, ne? Doping-Spechte, Alter. Ach, das ist Specht 42. Über 3000 Klicks in der Minute lacht er. Der YouTube-Specht. Was ist hier los? Was ist los mit euch hier, Alter? Dieser Doping-Specht, Alter. Hört auf, den bildlich vorzustellen, Sino, ey. Überleg mal, so ein Specht, der sich gerade so eine Line zieht, so. Hier ist ein Zombie. Warte. So. Da ist meine Waffe. Alter, das ist ja geil. Was? Oh, bist du oben? Cool. Können wir unser Versteck aufbauen? Wenn du hier hochkommst, ich habe eine Waffe. Dido. Ich habe eine Waffe. Ich habe einen Feuerwerkskörper. Ich möchte nicht, dass du hier hochkommst. Böllersino, hey. Jetzt komm raus hier. Da hinten ist eine Base. Da müssen wir. Och, Chemikalien. Chemikalien? Ja, ich will was craften. Nein. Doch. Du sollst nicht craften. Hier ist ein Friedhof, cool, oder? Nee, ist einfach nur die Stunde. Oh, fuck! Alter, jedes Mal, Alter. Oh. Oh. Ich bin wieder wach. So, jetzt erklärst du mir, warum diese Strohballen hier eingezäunt sind. Damit sie nicht ausbrechen? Ich habe erstmal eine andere Frage. Martin, warum liegt hier Stroh? Na. Oh. Leck mich. Oh. Erotisch oder reinigend? Hm, beides. Das kostet aber. Erst erotisch, dann reinigend. Ich will, dass du mich danach sauber machst. Wenn du dich dann so schmutzig fühlst, Alter. Natürlich. Was machst du da? Warum gehst du in diesen Felsen rein? Warum bist du nicht in diesem... Ja, du kannst ja wirklich durch die Felsen durchlaufen, das ist geil. Ja. Ob das Cheaten ist eigentlich? Ja, wir haben No-Clip-Mode an. Tut uns leid. Scheiße, ich hab vergessen, das auszumachen. So, das ist eine... Ich hänge fest. So, das ist eine Plattform. Stand here at your own risk. Okay. Kommt her! Wir reißen das Ding jetzt ein hier. 3 Stunden später, wir haben die erste Wand geschafft. Hier ist wieder so eine Fonsi-Statue, Alter. Geil. Oh Mann. Oh Gott, ey. Aber ich hab mir ja die letzten Folgen auch angeguckt, ne? Und bei dem einen Teil, wo ich geschossen habe mit der Shotgun, wie du dich erschrocken hast. Ja, aber richtig auszerrissen, ne? Verrissen, ja. Boah, ich hab mich so kaputt gelacht, ich konnte nicht mehr, ey. Der ist doch übelst laut gewesen, wenn du damit nicht rechnest, Alter. Die sind alle immer übel laut, ey. Was ist das hier, im Brunnen? Mit einer Solarplatte dran? Geil. Oh, können wir jetzt hier ein Sprudelbad machen? Ach, guck mal, das Wasser ist geil, ne? Das ist ein bisschen merkwürdig, bewegt sich nicht. Das ist Gelee, Digga. Das ist Magic Water. Ich kack dem jetzt auf die Solarzelle. Das ist das Tor nach Narnia hier wahrscheinlich irgendwie, ne? Ich muss hier irgendwie reinpusten und dann... Ja, keine Ahnung, verschwindest du. Ja, wer weiß das schon so genau? Diese kranken Freaks hier alle bauen, nicht. Hammer. Wir haben schon wieder sehr intellektuelle Gesprächsthemen. Wir haben noch keinen Spielerkontakt. Scheiße, das darf so nicht enden jetzt hier. Durchziehen, komm an. Sonst muss ich dir in den Kopf schießen. Okay. Wenn ich hinten mich wehren darf. Ja. Ich habe heute 6 Stunden Counter-Strike gespielt. Du weißt gar nicht, da hinten ist ein Spieler. Wo? Geradeaus an der Tankstelle, siehst du? Da steht ein Zombie. Ja, dahinter war einer. Hab ich nicht gesehen gerade. Direkt bei der Tankstelle war der. Alles klar. Ich sag ja, in jeder Folge. Spielerkontakt in jeder Folge. Auf in den Kampf, die Schwiegermutter kommt. Ich geh von rechts ran. Minuten. Rechts. Rechts. Also mal gucken. Okay, ich sehe nichts. Ich jetzt nicht sprinten wegen diesen scheiß Zombies. Da sind überall Zombies, die stehen alle. Ist der in die Tanke rein? Weiß nicht, ne? Nee, ich habe ihn nur ganz kurz gesehen.
War definitiv ein Spieler, weil Zombies haben keinen Backpack auf. Ja, aber dann würde der eine Zombie da ja laufen, der da so an der Tanke steht. Was ist überhaupt für ein Gebäude da oben, Alter? Also ich sehe nichts. Ich habe die Straße. Ich habe die Straße im Blick. Aber hier sind überall Zombies. Die müssten doch eigentlich laufen dann. Ja, die laufen jetzt auch nicht, ne? Und wir sind ja auch hier. Na ja, gut. Der kann nur hochgerannt sein, da zu dem einen Gebäude da, glaube ich. Oh. Auf jeden Fall nicht sprinten. Guck mal in der Tankstelle nach. Gehst du rein? Nee, du sollst. Ich bin gerade oben drauf. Ach so. Ach, guck mal, er steht da noch ganz hinten. Weißt, lass den. Ich hab die Straße beobachtet, Mensch. Hier sind überall Zombies, Alter. Ich bin alt, ich muss. Okay, von der Seite kommst du auch rauf, das ist gut zu wissen. Ich bin gleich da. Ich muss erstmal die Zombies umlaufen hier. Alles gut. Ah, du bist doch da unten. Ja, komm, komm. Wir gehen hoch. Wir haben nur noch 5 Minuten. Okay. Du sprintest gerade, oder? Ja, muss ich, weil sonst ist scheiße. Da steht, das ist eine Backpack, aber ich habe schon eine große auf, okay. Einfach hochlaufen. Ja, das ist eigentlich so das Ziel, ne? Wirklich in jeder Folge müssen wir den Kontakt haben. Ich liebe dieses Spiel. Oh, oh. Ach, die stehen da alle noch auf hier, guck mal. Umso mehr du sprintest, umso mehr pulst du. Ich weiß. Kommt man hier rein? Kann ich hier durchs Fenster springen? Nee. Unten drinne? Das sind so viele, das kann doch nicht sein. Jetzt sind mehr Spieler drin und sieht man keinen mehr, weißt? Boah, hab ich mich gerade verjagt, Alter. Wieso? Ach, weil hier so eine scheiß Lampe oben steht, ey. Hier war definitiv einer, weil hier liegt so ein Plan rum. Pläne sind, wenn die nicht gedroppt werden, sind die verpackt. Ah. Hier war definitiv einer. Na, ja, vielleicht hast du ja doch einen gesehen. Das ist ein Level 3 Rucksack. Was hab ich denn jetzt eigentlich auf hier? Wo kann ich denn das sehen, Alter? Ich glaube, ich habe auch schon Level 3. Ich möchte ein Zimmer mir nehmen hier. Hallo? Rezeption. Grüß dich. Hallo. Wir sind ausgebucht. Nichts für Deutsche. Guck mal, hier kann man sich eigentlich... Der Fernseher ist zu klein. Ach ja. Ich weiß noch, wo wir hier gechillt haben bei der Gamescon. Ganz halt vom Fernseher hier mit der Couch verschmolzen. Ja, die geile Couch, ja. Ich weiß auch, das erste Mal, wo du hier warst, auf meiner Ledercouch noch, Alter. Da bin ich ja schon festgeklebt, ne, Alter. Ja, echt, er ist einfach mit der Couch erst eins geworden. Die wollt ihr nicht mehr gehen lassen, Leute. Ich war auch mal, Alter. Da musst du mich runterspachteln, da, Alter. Vor einer Woche, nachdem du weg warst, hatte die immer noch deinen Abdruck. Ja, ich habe mir auch Mühe gegeben. Dass die meinen... das muss auch mal sein, so. Wenn man immer hart arbeitet und so, dann mal so richtig schimmeln, ne, ist geil. Es war schon die Steigerung von Schimmel irgendwie, weiß ich nicht. Das war schon Couch-Level. Ich wurde schon prähistorisch oder sowas, ich weiß es nicht. Versteinert, Alter. Keine Ahnung, wer der Kerl hin ist. Er hat Schwein gehabt, wir kriegen dich. Oh, wow, one, klack. Aber der hätte die doch auch gepult, oder was? Wenn der nicht sprintet, nicht, nee, aber wir haben hier hinten wieder, lass uns einfach hier den Berg hochkraxeln, da hinten ist wieder so eine Militärbasis. Yay. Vielleicht wartet der ja auch hinter einem Felsen hier. Ja, hoffentlich. Gib uns Fresse, Junge! Lastkraftwagenfahrer, tut! Lastkraftwagenfahrer. So. Wo sind nur die Spieler hin? Wo sind sie geblieben? Da. Gehst du da jetzt einfach so den Berg hoch?
Ja, ich sehe schon, wie du da. Ja, ich sehe schon wieder. Alles übers Bergsteigen, meine Freunde, erzählen wir euch dann in der nächsten Folge. Hey, ich möchte zu diesem Baum da gehen. Ich finde den schön und da stellen wir uns hin und machen Liebe. Brüderliche. Da ist, steht hinten. Liebe. du darfst halt hinten. Oh Gott, Alter. Oh Gott. Guck mal hier. Ich nehme den Baum, ich nehme den Baum. Man nennt mich Rabbit. Wir sind irgendwie in der Internet drin. Oh geil. Ich hoffe, Fusion. Ich hab die Folge schon ausgemacht. Was? Warte, ich bin du. So, okay, alles klar. Also, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Das war ja Martin und Tessino. Schön bitte. Tschüss.